freue mich riesig, ich darf zum zweiten Mal hier eine Ausstellung eröffnen, letztes Jahr um diese Zeit auch. Da ging es auch um Landschaften, aber ganz anders, und das ist ja das Tolle an der Malerei, immer wieder anders und neu. Ja, und jetzt haben wir in der Zwischenzeit auch die Kunsthalle eröffnet, da arbeite ich ja. Eigentlich habe ich es nicht geschafft, rhetorisch wirklich was vorzubereiten, Frau Klinge. Und dann haben wir uns gestern spontan, und das finde ich großartig, Frau Streile, dass Sie so offen sind, haben wir uns geeinigt, ich sage ein bisschen was und dann stelle ich listige Fragen. Und ich denke, ich nehme Fragen, von denen ich glaube, dass es Sie interessieren könnte. Aber eigentlich sind es natürlich die Fragen, die ich an die Künstlerin habe. Und vielleicht haben wir ja auch noch Zeit, dass noch ein oder zwei Fragen aus dem Publikum dazukommen, je nachdem. Ja, lassen Sie mich auch nochmal sagen, ich bin begeistert. Ich habe gestern hier einfach sozusagen schon mal reinspiegeln dürfen. Und natürlich, dieses Thema, beziehungsweise der Titel ist ja klasse. Mahlzeit, ja, so begrüßt man sich ja mittags, Mahlzeit. Zeit zu malen, Mahlzeit. Und da kann ich nur sagen, lasst euch Fische und Spargel und Melone gut schmecken. Und das ist ja ein doppelsichtiger Titel, der herrlich ist, denn das Malen wird ja selbst thematisiert. Als kreativer und energetischer Prozess. Und als ich so durch die Ausstellung gegangen bin, habe ich gedacht, Gabi Streile ist hungrig. Die ist hungrig. Hungrig nach Farbe, nach Ausdruck, nach Bewegung und vermutlich am Ende eines malend verbrachten Tages, wir haben uns da nämlich noch kurz drüber unterhalten, dann hat sie Hunger und braucht einen großen Teller Spaghetti, so stelle ich mir das vor, um sich von der Mahlzeit zu erholen mit einer energiereichen Mahlzeit für weitere Mahlzeiten. Ja? Das glaube ich, das liegt auf der Hand, das spürt man einfach. Ja, und Sie sparen ja nicht mit Emotionen und nicht mit Farbe. Das ist, glaube ich, in Ihren Bildern geht das ganz genau überein. Starkes Rot sehe ich hier mehrfach, trifft auf intensives Blau, strahlendes Grün wirbelt in Rosa über und dann kommt ein aufgeregtes Orange, bevor ein tiefes Schwarz wieder eine gewisse Beruhigung bringt. Aber es geht nicht wirklich ruhig zu in den Bildern von Gabi Streile. Ständig springt eine andere Farbe hervor. Wir haben davor den Blumenstrauß eben länger gestanden, eine Dame und ich, vor den roten Tulpen. Und man merkt, wie die Farben versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und letztlich ist es ein Genuss, eine Mahlzeit für die Augen. Man kann wirklich schwelgen in satten Tönen, in feinen Nuancen. Ich rede von Landschaften, von Stillleben, von Spargel und Melone und Fisch. Ich rede nicht von abstrakten Kompositionen. Und deswegen macht es Spaß mit der Mahlzeit hier in Tulla. Es ist angerichtet. Ein üppiges Schwelgen in Früchten, in Gemüse, begleitet von barocken Blumensträußen. Das ist mal richtig ein Blumenstrauß, nicht so ein kleines Teilchen. Dazwischen die weiten, die sommerlichen Landschaften, mal voller Atmosphäre, dunstig und dann wieder so richtig reingewaschen, ein blauer Himmel und grüne Wiesen. Die Bilder brauchen Platz, die dehnen sich aus, die scheinen immer weiter zu wachsen, auch die Spargel wachsen, die Tulpen wachsen. Je länger man sie anschaut, ein Rahmen ist da ganz und gar nicht nötig, der wäre eigentlich störend. Entscheidend ist, dass die Farbe wie so ein Feuerwerk aus den Bildern rauskommt und es ist besser als ein Feuerwerk, weil es hält so lange an, wie man hinschaut. Während ein Feuerwerk ist ja dann immer schnell wieder vorbei. Ich glaube, Gabi Streile, Sie sind eine sehr erfahrene Malerin. Wir haben ja schon von Frau Kleer einiges gehört, ja, was Sie schon alles hinter sich haben, wie viele Ausstellungen, wie viele Preise, großartig. Sie haben, ich möchte das nochmal wiederholen, Sie haben ja an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe gelernt, von der Pike auf, ja, bei Professoren, die mit Malerei sich sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Ich darf mal zwei, drei Namen nennen. Klaus Arnold, das ist ja auch so ein Farbmeister. Und Peter Dreher, ja, kein Tag ohne Malerei. Bei Harry Köhler und außerdem bei Franz Bernhardt. Das hat mich gewundert, da können wir gleich noch mal im Gespräch drauf kommen. Sie haben bestimmt seither keinen Tag ohne Farbe verbracht. Entweder Farbe, die Sie erleben, wenn Sie aufmerksam durch die Landschaft gehen, durch eine schöne Natur, leben im Schwarzwald, sie erleben Wald, sie erleben sozusagen einfach die Natur, die Jahreszeit und Farbe, die sie selber über die Leinwand bewegen, wenn sie dann im Atelier stehen und loslegen. Sie stehen im Atelier, das haben Sie gestern schon gesagt.
Und das möchte ich hier ganz besonders betonen, Gabi Streine hat ihre persönliche Lust am schöpferischen Tun, am Agieren mit und in der Farbe an viele Menschen herangetragen. Und zwar nicht nur an Menschen, die Lust haben, Bilder als Sammler oder als Kunstliebhaber wahrzunehmen, sondern das Tolle ist, sie haben vor allen Dingen, eigentlich jahrzehntelang, ist das richtig, ihre Lust an Farbe an Schülerinnen und Schüler herangetragen, an junge Menschen. Und sie waren eine Kunstlehrerin und ich stelle mir das vor, dass man bei ihnen wirklich nach Herzenslust in die Farbe hineingreifen durfte. Und das alles war möglich, außer, habe ich auch schon gelesen, verboten war Hasengrün. Hasengrün ist das Grün, das Hauptvorschlagsgrün, möchte ich es nennen, was in diesem Schulmalkasten drin ist. Und das sollte mal nicht genommen werden, sondern lieber selber Grün entdecken. So haben sie es mir erklärt. Vielen Menschen gefallen ihre Bilder sehr. Deswegen hängen ihre Gemälde auch inzwischen in vielen Museen und Galerien, nicht nur in der Städtischen Galerie in Karlsruhe, sondern, ich habe es nachgelesen, auch im Deutschen Bundestag. Da habe ich gedacht, naja, unsere Abgeordneten. Ich glaube, es wäre schön, wenn noch mehr von ihnen im Bundestag hängen würde, denn dann, glaube ich, würde die Politik bunter werden. Viel bunter und möglicherweise viel dynamischer, und das hätten wir, glaube ich, alle nötig. Und jetzt würde ich tatsächlich so ein paar Fragen an Frau Streine stellen, denn ich habe gestern mit Ihnen sprechen dürfen. Ich darf Sie nochmal sehr herzlich willkommen heißen. Also wenn Gabi Streine hungrig ist, so wie ich es mir vorstelle, dann gibt mir natürlich die Frage nach, woher kommt denn Ihre Lust an der Farbe, Frau Streine? Haben, glaube ich, alle, oder? Lust an der Farbe, ist was Tolles. Lust an der Farbe als Schüler. Ja, genau, Sie dürfen natürlich das noch nicht. Genau. Das Land. Ja. Gucken wir mal einmal, ja. Ja, oder Sie nehmen die Schüler. Geht das so? Okay. Ja, Lust an der Farbe, ja, das stimmt schon. Ich bin vielleicht, wie will ich das so sagen? Ein Schüler gewesen, der die Kunst gebraucht hat, um ja, mit bestimmten Dingen, ich war ein ganz fleißiger Schüler, ganz ordentlicher Schüler, weil mein Vater selber Lehrer war, ganz streng. Oh. So. Meine einzige Möglichkeit war, irgendwas zu finden, was er nicht konnte. Ach. Und er war ein penibler Rechner und Schreiber und Aufsatzschreiber, so, aber eigentlich konnte er. Ich sage, meine Mutter war Schneiderin und in ihrer Schneiderstube, da fuhren die Stoffwechsel rum, dann die Nähnadel, kreativ. Und irgendwo so ein Stückchen ist es für mich gewesen, also auch in der Schule, da einen Weg für mich zu finden, der einen anderen Ausdruck brachte. Und da war es jetzt nicht die Zeichnung, sondern schon die Farbe. Und das hat sich natürlich nach der Akademie vervollständigt. Es war auch so, dass für mich Schule auch Lernen war. Ich musste, weil mein Vater sehr streng war, ich musste, also wenn ich nicht gespurt hätte, wäre ich vom Gymnasium auch genommen worden und hätte irgendwas anderes machen müssen, wenn die Noten nicht gestimmt hätten. Also musste ich das gut erfüllen, aber es war nicht ich. Ich wollte was anderes machen. Ich wollte dann, als ich auf die Akademie kam, nicht mehr lernen. Und ich habe alle nicht mehr lernen heißt, ich wollte keine Bücher nehmen zum Lernen, sondern ich wollte ausprobieren. Und dann ging es los, und deshalb muss ich dann Sie ganz klein bisschen nachher korrigieren, ja, weil ich nicht in die, ja, es gab so Klassen, wo man Dinge lernen konnte, ja, wie man Leinwand aufspannt, wie man Farben anrührt oder was, wie man Farben mischt, wollte ich alles nicht lernen, wollte ich alles ausprobieren. Und dann kam eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich bestimmte Farben zusammenmische, das wisst ihr auch, wenn ihr so ganz viel quer durch euren Farbkasten gemischt habt, so, wie sieht dann euer Wasser aus? Na, so dunkel wie mein Kleid. Genau. Und dann habe ich gedacht, was? Da kommt was ganz Dunkles raus, schwarz, und alles war wunder drin. Und dann gab es ein ganzes Jahr lang Arbeit von den schwarzen Bildern nur aus der Farbe. Ich glaube, ich war ja kein Schwarz.
mein Schwarz ist Farbe. Also deswegen alles aus der Farbe her. Und für mich war Farbe dreimal immer Lebenselixier, auch dieses Experimentieren mit. Und deshalb auch die Geschichte mit dem Hasengrün. Ich bin so schade, ja. Ich meine, natürlich finde das ganz toll. Also so zum Beispiel, wenn man so ein pink-rosa Kleid hat und hat so spitzgrüne, hasengrüne Schuhe, das ist wunderbar. Guck mal, wer so ein bisschen farbmutig ist, ich sehe viel. Ja, genau, so ein bisschen Hasengrün ist da drin. Da ist mal jemand farbmutig. Da ist jemand farbmutig. Ja, ja, da hinten sehe ich jemand farbmutig. Wir brauchen mehr Mut zur Farbenforschung. Ja, genau. Das ist da mal was von Ihnen ab. Ja, genau. Aber jetzt für die Natur, da war mir es ganz wichtig, also für mich selber auch und auch in der Schule auch ganz wichtig, die Zwischentöne und dieses alles, was passiert vom Licht, was das Licht macht mit der Farbe, wie sich es verändert. Und von daher, ja, Verbot von Hasengrün. Gut, ich nehme gleich mal ein Stichwort, weil Sie sprechen von Natur. Ist ja ein bisschen schwierig. Natur ist ja irgendwie für mich immer so nicht so richtig greifbar. Was ist Natur? Ist Natur, ich gucke jetzt gerade hier durch das Treppenhaus und sehe noch so eine Baumkrone. Ist das schon Natur für Sie? Ja, wenn sie mich berührt. Wenn die irgendwo, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man sagt, unser Baum mal, wenn ich mich verwandt fühle mit diesem Baum. Zum Beispiel, als ich komme aus der Rheinebene, wo ganz, wo es schön ist, wo ich im Rheinwald fast durch Dschungelartige als Kind Dickichte mich bewegt habe. Die Reisinsel in Mannheim, ja, genau, das Dickicht, ja, auf der Reisinsel. Ja, 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 ich habe das geliebt, ich habe das gebraucht, auch wenn ich im Garten habe ich mir selber Hütten gebaut. Also meine Mutter, das war Gras immer ewig lang wachsen, das war wunderbar, konnte ich mir selber mit dem Gras dann Hütten bauen. Und als ich dann beruflich auf die Bar versetzt wurde, nach Villingen, und plötzlich nichts mehr wuchs, habe ich gemerkt, was mir fehlt. Ich brauche das Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dann kam was ganz Merkwürdiges, was da wuchs, waren vielleicht noch irgendwo auf dieser Hochebene, da letzten ist es ganz hoch, da gibt es keine Apfelbäume und Blumen, aber ganz wenig nur, ganz wild, sondern ein paar ächzende Tannen, und mit denen habe ich mich dann identifiziert. Und da kommen auch, genau, auch diese störrische Tannen. Ja, störrische Tannen, genau. Das sind keine netten Weihnachtsbäume. Sie wehren sich auch. Struppige, ja, genau. Ja, das war fast wie ein Selbstbildnis, dass ich mich quasi mit denen irgendwo sehr eingefühlt habe. Ja, auch so gestühlt und ging es nicht gut da oben, war auch so kalt und ja, so. Und aber ich konnte sie erst mal, als ich wieder an die Rheinebene kam und jetzt nach Oberkirch, wo ich wohne, das ist in der Nähe von Straßburg, sehr idyllisch und sehr schön, war zum zweiten. Die beiden Siege können Sie dann auch an den kleinen Arbeiten sehen. Das sind immer alle meine beiden Blicke in die Rheinebene, denn sie lächeln hier aus vielleicht auch, wenn man ein bisschen höher fährt. Und da, wo ich wieder im lieblichen Rheintal war, konnte ich diese armen Geschöpfe wie die Tanten sind. Ich habe sie in der Rheinebene erstmal zurück. Aha. Aber ich sag mal, Sie haben es mit dem Wasser auch, wenn ich die Fischbilder mir anschaue. Gibt es ein Zwiegespräch mit Fischen? Haben Sie Fische zu Hause, so im Teich oder in einem Aquarium? Nee, aber ich finde, also wenn Sie mal eine Fischhaut angesehen haben, dann wissen Sie, was sie glitzert. Ja, was sie glitzert, was für eine Farbigkeit da drin ist. Das ist für mich wie Hand aufs Herz, wer hat schon mal eine Fischhaut gesehen und isst nicht nur Fischstäbchen? Jetzt mal ernsthaft. Aha! Mal schon so einen richtigen Fisch und den Schuppen und alle. Ja, genau. Die Stäbchen wollte ich keine meinen. Genau. Nein, die Stäbchen. Nein, nein. Ja. Und natürlich auch so eine Konsistenz, also so ein Geschöpf. Ja. Also ein anderes Tier, es kam, weil Tiere kommen ganz wenig in meine Landschaft, nur einmal, zweimal war es so irgendwo ganz weit, weil so, aber jetzt bei denen jetzt nicht mal nur so ein Kinkerfleck, der eine Kuh sein konnte oder ein Pferd oder ein Hund von hinten. Aber die Fische, die habe ich mir wie so eine, wie so, also die Tannen als pflanzliches Gegenüber, weil dieser Fisch so mein animalisches Gegenüber. Ich bin kein Fisch, Sternzeichen ist nicht, aber meine Mutter ist, aber um das geht es nicht, sondern ich bin die Pro, also Pro, was denn, können sie böse sein. Ein kleiner Fisch, der hinkommt, ganz schön böse. Hallo, also wenn der wirklich so groß einem begegnen würde, wir standen da vor dem Fisch und ich dachte, also ich mehr mal ein bisschen schwimmen oder so oder auch mal tauchen. Und dann so ein Fisch, da wäre ich dann schon ängstlich und würde schnell wieder rausgehen. Also so einem großen Tier wollte ich gar nicht wirklich begegnen. Ja, aber als Malerin natürlich, und das sehen Sie natürlich auch mit den Spargel, es
genau das Gleiche. Das könnte ich bei Ihnen ja hier ganz nah mit dem Schwetzingen, mit dem Spargel stechen, wenn die so ganz frisch und riechend aus der Erde kommen. Schön, das ja, wenn man das angreift. Wunderbar. Und deswegen die Oberfläche von so einem weißen Spargel oder jetzt die Fischhaut von so einer Bachforelle, unglaublich. Also das ist was ein ganz, ganz tolles malerisches Erlebnis. Die liegen dann aber auch auf meinem, in meinem Farbwerk, in all meinem Atelier. Wir haben einen Katalogblätter, der sieht auch so ein Stückchen von meinem Atelier, wo der Farbwerk dann so groß ist. Da liegt er dann auch drin. Das muss auch beobachtet werden. Ich mache das nicht aus dem Kopf, sondern das. Das ist ein wichtiger Hinweis. Also es gibt ja Künstler, die sozusagen einfach aus sich heraus alles nehmen. Zumindest kann man das annehmen, wenn man so Texte über Künstler liest. Und sie gehen aus der Anschauung heraus. Also ganz sinnlich, ganz konkret. Ich habe ein Zitat mir rausgefischt. Und da, ich mag das immer ganz gern, genau. Wenn ich es richtig zitiere, sagen Sie, man braucht nur ein kleines Stück Natur oder ein kleines Objekt, ein reales, lebendiges Objekt, ob eine Blume oder so ein Fisch, und guckt sich das ein Leben lang an. Und das reicht eigentlich schon. Und wahrscheinlich, weil Sie immer wieder was Neues finden. Ja. An diesem kleinen. Ja, und ich meine, da ist wieder auch der Bezug natürlich zu meinem Lehrer Peter Dreher, den ich sehr respektiere und wo einem so klar wird. Also, das ist vielleicht was, wo man, wenn man sich damit mal beschäftigt, dann hat man was von Kunst verstanden. Er malt jeden Tag ein Wasserglas. Für ihn hat es eine ganz wichtige Bedeutung, auch eine persönliche, weil es eine Krisenbewältigung auch in seinem Leben war. Das Wasserglas war nicht nur zufällig, sondern dieses Wasserglas war bewusst gewählt. Aber wenn man so ein schlichtes Wasserglas anguckt und jeden Tag an der gleichen Stelle das gleiche Format, so, und jedes Mal gehst du gleich dran. Und ich habe dann eine Ausstellung gesehen im Badischen Kunstverein mit 2000 Gläsern. 2000. Alles so groß, gleiche Formate, ein Glas Wasser, was das Format gut ausfüllt. Genau, auf so einem grauen Hintergrund. Ganz schlicht. Genau, an der gleichen Stelle. Ja. Natürlich ist immer eine andere Tageszeit und es ist ein anderer Tag. Und dieses Wasserglas, dann denkt man, es müsste ja lauter gleiche Sachen rauskommen. Das erste und das zweite haben sich kaum unterschieden. Das zweite und das dritte haben sich kaum unterschieden. Auch das letzte und das vorletzte haben sich kaum unterschieden. Aber das erste und das letzte war wie Tag und Nacht. Und das war unglaublich. Ja? Und es reicht, also dieses auch das Bescheidensein auch. Ja? Also irgendwo demütig sein, auch von dem, was man macht, dass wir das irgendwo auch ernst nehmen. Dass jedes kleine Stück, was man, mit dem man sich auseinandersetzt, einmal wert ist zum einen und natürlich malerisch allemal genug hergibt. Du brauchst ja die große Welt, sondern im Grund den Alltag oder das, was dich umgibt. Ja. Dann würde ich noch eine letzte Frage anschließen, weil das passt, glaube ich, auch ganz gut, wenn Sie sagen, ja, ein bisschen Demut auch und eine Aufmerksamkeit auch für was Kleines. Was denken Sie, was kann Malerei, was die anderen Medien nicht können? Was bringt Malerei, wenn ich jetzt sozusagen ein Gemälde von Ihnen anschaue, ein Stück Malerei, was ist da drin, was anders ist, als wenn ich eine Melodie höre? Wir hören hier ja gerade fantastische Stärke vom Gläserchor. Ja. Oder wenn ich Worte höre im Theater. Oder wenn ich eine Fotografie anschaue. Ja, also ich denke, dass es vielleicht. Ich will die Fehler nicht den einen gegen den anderen ausspielen, sondern also Musik ist, kann genau das Gleiche mit einem machen. Ja. Für mich ist es jetzt mein Medium, ist die Malerei. Mein Mann ist ein literarisch wie musikalisch wie malerisch. Also es gibt bei den Künstlern genauso, dass die ganz viele Affinitäten haben. Bei mir ist die reine bildende Kunst und ich brauche das auch. Für mich vielleicht auch sowas. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Ich freue mich, dass heute Abend ein paar Kinder und Schüler zuhören. Ihr macht es vielleicht mit der Musik. Es gibt manche Sachen, die man nicht ausdrücken kann, die man nicht sagen kann, die man vielleicht auch nicht los wird in seinem Leben, vielleicht auch Probleme, die man irgendwo hat. Ja? Und da war die Malerei für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Moment, irgendwas für mich selber lösen zu können. Und ich muss sagen, und habe mich durch mein Leben getragen. Und so kannst du Musik tun, kann natürlich auch das Schreiben tun, aber da muss man vielleicht mehr Farbe bekennen. Also ich bekenne Farbe. Das ist was zu sagen, Frau Steile. Und das spürt man Ihren Bildern an. Es ist eine Malerei, die nicht aus einer gewissen, sage ich mal, oberflächlichen Dekorations vom Ansatz herauskommt, ein schönes Bild und es auch so eine Blume hinzuhängen, sondern es ist ein Akt der Befreiung. Ja? Sie lösen damit irgendwas, was sich vielleicht ins Stocken gekommen ist oder wo Sie unglücklich sind oder vielleicht auch die pure Freude. Das
kann es ja auch sein. Und dann sind Sie sozusagen im Malakt. Ich habe mir von Ihnen ja berichten lassen, dass Sie die Leinwände direkt schon an die Wand hängen. Und das heißt, Sie stehen, Sie sitzen auch nicht. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass Sie vor und zurück und hin und her. Und das sind ja auch Bewegungen. Ja. Sie sind ja jetzt auch keine 1,80 Meter Frau. Ja. Ja, ja, genau. Also diese Aktion ist ganz wichtig. Aktion, ich, ja, genau. Ja. Noch ein Aspekt vielleicht doch, weil es zum einen ist natürlich schon, der Künstler ist immer irgendwo mit sich selber beschäftigt. Aber natürlich hat er ein Thema. Und das Thema ist bei mir ganz, ganz wichtig und darf auch nicht unter den Tisch fallen. Das ist die Natur und die Kraft und die Energie der Natur. Und für mich, ich fühle mich oft auch tatsächlich, wenn ich was wahrnehme oder sehe, dass ich das aufsauge wie ein Schwamm, weil ich merke, es ist so wieder nötig, dass man das braucht. Ja? Und dann habe ich das Gefühl, ich bin wirklich wie ein Medium, was durch mich durchwandert und dann ist es das Bild eigentlich, ja, was dann rauskommt. Und dann diese ganze Energie, die ich außer in der Natur spüre und diese Kraft und dieses Recht der Natur, ja, irgendwo dieses Wachstum, die mitgezählt werden, mitgestützt werden. Die klein und sich nicht zurücknehmen. Ja. Und das ist das, was aus diesen Bildern heraustritt. Und deswegen sind die hochattraktiv. Und es macht einfach Laune, die anzuschauen. An einem Freitagabend, wo eine lange Arbeitswoche, eine lange Schulwoche hinter einem liegt. Großartig. Sie bereiten uns hier eine echte Mahlzeit. Dankeschön. Wir machen immer alles zusammen. Farbe, ja. Ja, Farbe. Vielen Dank.